Herzlich willkommen, meine Freunde, Farid am Start. Heute wieder mit einem schönen Gebrauchtwagen-Check-Video. Und zwar geht es heute um einen E92 M3. Falls du vorhast, dir so ein Modell anzulegen, dann gebe ich dir halt ein, zwei Tipps, auf was du achten solltest, wenn du dir genau so ein Fahrzeug dir zulegen möchtest. Ja? Okay, ich würde sagen, wir fangen an mit dem Herzstück, wie immer, mit dem Motor. Ne? Wie gesagt, E92 M3. 420 PS sollen sie haben, laut Papier. Ne? Aber soweit ich weiß, haben die nie ihre 420 PS. Also ich selber habe jetzt nicht die Autos auf den Prüfstand gepackt, aber ich habe selber sehr viele Videos gesehen und sehr viel gehört, dass die Dinger meistens nicht mal ihre 400 PS erreichen. Was eigentlich sehr schade ist, weil ich finde, die Teile, die fahren echt bombastisch. Es ist nicht langsam, aber durch dieses Gasgeben, der Motorsound, Auspuffsound, das klingt alles so hammermäßig, mörderisch cool, dass du halt denkst, du bist wie eine Rakete. Ne? Aber mittlerweile, heutzutage, die Autos sind ja alle viel, viel schneller. Das ist einer meiner Lieblings-BMWs übrigens, ne? Die es so allgemein gibt, weil ich finde, ein E92 M3 fehlt mir noch in der Sammlung. Falls du einen hast und den loswerden möchtest, kannst du mir ja gerne Bescheid geben. Genau, wir fangen jetzt mit dem Herzstück an. Der ist übrigens foliert, ne? Der war mal schwarz, müsste der gewesen sein. Schwarz oder dunkelblau. Genau. Hier haben wir den V8. Also kurz eine Sache vorweg. Der hat genau 204.000 Kilometer runter. Ne? Der Kunde, der den besitzt, der hat den gekauft damals vor, ich glaube, 3-4 Jahren mit 160.000, 170.000 Kilometer. Und ich habe hier halt schon ein, zwei Sachen gemacht. Auch eine größere Sache. Dazu kommen wir auch gleich. Und an sich sind die Motoren meiner Meinung nach, also ich habe jetzt nicht unendlich viele M-Kunden. Ich habe E92 M3-Kunden, zwei, drei Stück vielleicht insgesamt, die hierher kommen regelmäßig. Der hat ja schon 200.000 runter. Da seht ihr ja schon, dass so ein Ding eigentlich, die fahren ja gut, die fahren, halten ja auch. Ne? Aber wie gesagt, erste Problem, Drosselklappensteller. Alle, egal ob V8 oder V10, ne, die M, die haben meistens immer die Drosselklappensteller-Probleme. Die haben ja zwei Stück, auf jeder Seite eine quasi. Die sieht man jetzt nicht. Nee, sieht man nicht. Siehst du nicht. Auf jeden Fall muss hier das große Ding hier ab. Und dann die Ansaugbrücke hier muss ab, die Sauganlage. Und dann siehst du die Drosselklappensteller. Auf jeden Fall, ich habe mal so ein Ding auseinandergenommen, da sind Kunststoffzahnräder drin. Und ich glaube, da gibt's eine Firma in, lass mich lügen, war das, vielleicht in England war das, glaube ich. Aber ich glaube zu meinen, dass sie die Drosselklappensteller mit lebenslanger Garantie bauen. Ne? Die sind auch ein bisschen teurer, die Dinger, aber dafür halten die und das Auto fährt. Hat keine Probleme. Die haben wir eingebaut auf jeden Fall, schon damals. Und das Ding fährt. Das ist ein Problem, was sie haben, der Motor. Anderes Problem ist Lagerschalen, ganz wichtig. Ne? Alle 100.000, die Lagerschalen machen. Wir haben die Lagerschalen direkt gemacht, als er das Fahrzeug sich zugelegt hat. Also bei 170.000. Ich müsste mal da auf die Rechnung gucken, ich weiß jetzt nicht so genau. Ja, die Lagerschalen haben wir einmal schon gemacht. Ne? Ich kenne den Kunden sehr gut und ich weiß, wie der fährt. Und ich sage euch ehrlich, mit seinem Fahrstil werden andere Autos, Motoren und Getriebe und weiß ich ja geil was alles, werden schon längst futsch, so wie er fährt. Ne? Weil er ist so ein typischer Vollgasfahrer hier. Aber auf jeden Fall nicht am Motor. Am Motor ist bis jetzt gar nichts kaputt gegangen. Ich glaube, der ist so knapp über 300 damit auch schon öfters gefahren. Der ist damit nach... Boah, ich weiß gar nicht wohin, der ist irgendwo ins Ausland damit gefahren und der ist ja die ganze Zeit, meint er, 300 gefahren mit dem Ding. Ja, also so Vollgasfahrten und so, hält er aus, scheinbar. Ansonsten gut Service, brauchen wir nicht drüber reden. Kriegt er, da ist er sehr penibel, der Kunde, und sobald du den Service halt immer machst, kriegst du es halt wieder zurück vom Motor, dass du halt länger Freude daran hast. Ne? Genau, dann würde ich sagen, sind wir erstmal mit dem Motor durch. Ich glaube, der holt, weil das Fahrzeug ist auf Saison angemeldet, das heißt, er fährt nur im Sommer von April bis Oktober. Und auf jeden Fall, der holt alle zwei Jahre neue Reifen. Ne? Zieht euch mal rein. Guck mal hier drinnen, ist schon Glatze. Hier ist Glatze, das Ding ist tot hier. Der Reifen ist tot. Der genauso. Ich glaube, so ein Reifen, die waren auch nicht ganz günstig. Ich glaube, die kosten 3 € Stück oder so. Das ist schon viel für einen Reifenverein vor allem. Ja gut, wenn du so ein Auto fährst, dann, wie gesagt, die haben ja ein bisschen Kraft und dadurch nutzen halt die Reifen halt hinten ein bisschen schneller ab, dadurch, dass du halt Hinterradantrieb hast. Ne? Ihm ist einmal das Diff abgefallen.
Ne? Also dadurch, dass er echt, es ist ein Schaltwagen und der, ich bin da immer mitgefahren, er knallt die Gänge echt schon heftig rein. Und ich glaube einfach mal durch diese Verwindungen jedes Mal, ist ihn einfach mal das Diff, ist ihn weggebrochen. Da ist, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob es das Gehäuse war oder irgendwie, das lag dann auf dem Boden und hat dann komplett an der Straße lang geschubbert. Also wir haben hier ein anderes eingebaut. Ein gebrauchtes hat er besorgt, das haben wir dann eingebaut. Die sind auch nicht sehr günstig. Das ist ein E92 M3 Differential. Der hat neue, also Antriebswellen, der hat hier richtig viel neu bekommen gehabt, weil das hat ja alles kaputt gemacht, als das Diff runtergefallen ist beim Fahren halt. Ne? Ja, ansonsten würde ich sagen, die Achsen an sich finde ich sehr solide. Da geht nicht viel kaputt. Also so ein Querlenker oder so, hast du echt selten. Also selten bis fast gar nicht, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, und vor allem bei seiner Fahrweise, dass das Ding halt hält. Ne? Also so wie er fährt, fahre ich zum Beispiel nicht. Ich bin halt immer, gerade bei so einem Auto, immer sehr bedacht bewegen und so. Und ja, ich fahre nicht so aufs Material. Ne? Bin halt nicht so Materialfahrer, fahre eher smooth. Gut, wenn man Autobahn frei ist, kann man noch ein bisschen Gas geben. Der hat hier die M-Performance Abgasanlage. Finde ich meiner Meinung nach, klingt sehr schön, klingt sehr nice. Das war es hier hinten erstmal. Guck mal, Ölwanne, alles trocken. Also gut, okay, wir hatten ja die Ölwanne ab wegen den Lagerschalen. Aber ansonsten siehst du jetzt auf den ersten Blick hier nichts Öliges oder so. Es sind einfach furztrocken, die Dinger. Also wie gesagt, da sind die Vierzylinder zum Beispiel, so ein E46 oder ein E90, 4-6-Zylinder. Die Dinger sind wie Sardindosen. Halt. Überall kommt da Öl raus. Ne? Der hat zwei Ölablassschrauben, hast du hier. Ne? Du hast hier eine und da eine. Musst du mal beide abmachen, damit halt das gesamte Öl rauskommt. Weil die Ölwanne ist ein bisschen anders aufgebaut beim M. Das ist halt so aufgebaut, dass du, wenn du jetzt, sag ich mal, auf der Rennstrecke dich bewegst und ein bisschen zügiger fährst und dann in Kurven bist, und dann schwappt halt das Öl mal von links nach rechts oder umgekehrt. Und du musst halt in jeder Situation oder in jeder Lage musst du halt genügend Öl haben, sag ich mal. Und deswegen hast du so ein bisschen, das ist die Ölwanne, und wenn man die Ölwanne rausnimmt, dann hast du so ein Schwallblech oder Schwellblech heißt das. Und dann hast du da diese einzelnen Ölansaugungen. Es ist schon, sieht schon echt bemerkenswert aus, wenn man so in die Ölwanne reinguckt. Gehen wir mal in den Innenraum. Okay. Also, Innenraum. Also im Innenraum gibt es eigentlich auch nicht viel zu sagen. Finde ich sehr wertig. Die Sitze und so, ne? Guck mal, über 200.000 und wie die Sitze noch aussehen, finde ich sehr, sehr gut. Funktioniert an sich alles. Also ich kenne jetzt keinen, wo jetzt irgendwie das Navi gesponnen hat oder so. Gut, beim E60 gibt es die Probleme. Ich weiß aber, E92 oder E90 allgemein hatte ich bis jetzt noch nicht so häufig gehabt. Auch nicht, dass die bei den anderen E90-Modellen geht ja meistens hier dieser Taster kaputt, der Knopf. Der funktioniert bei ihm. Hier fehlt ein Taster, aber ich glaube, ich wollte es damals machen, aber dieses kleine Teil kostet hier, glaube ich, 170 Euro oder 180 Euro, ne? Dieses kleine mit diesen drei Knöpfen hier. Und da war sich der Kunde halt zu geizig für. Genau, Lenkrad ist auch nicht original mehr hier, was hier drin ist. Aber an sich, das war mal ein Alcantara oder ist ein Alcantara-Lenkrad, aber es ist halt ein bisschen durch Anfassen und so ist es halt ein bisschen glatt geworden. Ja, ansonsten mega Fahrzeug. Ich finde so ein, wie gesagt, Kaufempfehlung auf jeden Fall. Ich finde die Dinger geil, weil die haben nicht so viele Probleme. Gut, du musst dir natürlich im Klaren sein, wenn du dir so ein Fahrzeug kaufst, dass du halt ein bisschen Unterhaltungskosten hast und eine Bremse ist nicht ganz günstig. Ölwechsel würde ich spätestens alle 10.000 machen bei dem. Ich glaube, er macht sogar alle 7.000, 8.000 Kilometer Ölwechsel. Lagerschalen können kommen. Und wenn mal was am Motor ist, wird es meistens teuer. Hier ist nichts mit einem kleinen Stecker mal getan. Hier ist meistens, was heißt meistens, so ein M, da sind die Teile halt von Hause aus schon teurer als bei einem normalen Dreier, sag ich mal. Ne? Falls euch noch was anderes einfällt, was ich jetzt vergessen habe, dann könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde es dann oben anpinnen. Ich würde sagen, zum Abschluss gibt es jetzt noch einen kleinen Soundcheck.